Was soll das? Das sind Babysachen. Was ist das alles? Und wie teuer war das? Bist du noch gescheit? 289 Euro für Babykleidung? Ich habe noch genügend Sachen von Phil, die er als Baby getragen hat. Aber, naja, also, die sind doch für Jungs und ziemlich alt. Ach so, und du meinst, sie sind nicht gut genug für dich, oder wie? Nein, natürlich nicht, aber ich habe doch bis jetzt noch gar nichts gekauft. Keine Klamotten und keine Möbel und ich will nur, dass es meinem Baby gut geht. Aber doch nicht für so viel Geld. Das Baby ist doch ruckzuck da rausgewachsen. Das kann die Sachen noch höchstens 2 Monate tragen. Und von was hast du das überhaupt bezahlt? Naja, aus der Haushaltskasse. Also das Geld, was Phil mir jeden Monat gibt. Ach so, haust du Phils Geld zum Fenster raus? Nina, du musst endlich mal lernen, Haus zu halten. Aber ich krieg doch nur Arbeitslosengeld 2 und das sind gerade mal 140 Euro. Und die habe ich schon ausgegeben für Essen und Haushaltssachen. Jetzt hörst du mir mal zu, Schätzchen. Du zahlst hier keine Miete. Phil bekommt 630 Euro von mir im Monat. Und zusammen macht das 770. Das sollte wohl reichen. Aber das klappt natürlich nur, wenn du das Geld nicht zum Fenster raushaust. Aber das tue ich doch gar nicht. Du wirst die Sachen zurückgeben. Hast du mich verstanden? Ich wusste schon immer, dass du nicht die Richtige für Phil bist. Gott sei Dank muss Phils Vater dieses Drama nicht mehr miterleben. Mir ist schlecht. Fräulein, ich bin noch nicht fertig mit dir. Nina, mach sofort die Tür auf. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Nina! Oh, bitte. Nina, ich bin noch nicht fertig mit dir. Komm jetzt raus, wir müssen reden. Bitte geh doch endlich weg. Ich gehe nicht. Ich habe gesagt, ich bin noch nicht fertig mit dir. Mach die Tür auf. Nina! Bitte, mir geht's nicht gut. Ich brauche einen Moment für mich. Das glaube ich dir nicht. Nina, stell dich bitte nicht so an. Du bist schwanger und nicht krank. Ich wollte das Geld nicht raushauen, aber mein Baby braucht doch was zum Anziehen. Phil hat mich jetzt schon mehrfach um einen Vorschuss gebeten. Jetzt weiß ich, wo die ganze Kohle rausgeht. Jetzt hörst du mir mal zu. Der Junge, der geht den ganzen Tag hart in der Schreinerei arbeiten. Und du hast nichts Besseres zu tun, als die Kohle zum Fenster rauszuwerfen. Du treibst ihn ja noch in die Schulden. Aber das will ich doch gar nicht. Was soll ich denn machen? Ich brauche die Sachen doch. Ja, hättest du deine Lehre in dem Friseursalon nach einem halben Jahr nicht abgebrochen, dann hättest du Kohle und wärst auf Phil nicht angewiesen. Ich hatte doch keine andere Möglichkeit. Die Chemikalien in dem Laden waren lebensgefährlich für mein Baby. Pappalapapp. Du bist einfach zu empfindlich, Nina. Ich habe mir für meinen Jüngeren was Besseres vorgestellt. Nicht so eine Schlampe wie dich. Wenn ich mich damals so angestellt hätte, als mein Mann gestorben war, dann würde es die Schreinerei gar nicht mehr geben. Ich habe eine Firma geführt. Ich habe ein Kind großgezogen. Und das lasse ich mir von dir, Nina, nicht kaputt machen. Merk dir das. Nina darf sich das nicht so einfach gefallen lassen. Sie muss sich gegen ihre Schwiegermutter wehren. So ein Stress kann sehr negative Folgen für die Schwangere und auch für das ungeborene Kind haben. Hallo. Ah, hallo Phil. Alles okay? Ja, Nina geht's heute nicht so gut, ne? Ein bisschen Übelkeit und so. Vielleicht legt sie sich ja ein bisschen hin und ich koche das Mittagessen. Ja? Machen wir das so? Mhm. Magst du vielleicht ein Teeschätzchen? Im Ernst? Ja, klar. Bitte, mir geht's nicht gut. Ich brauche einen Moment für mich. Das glaube ich dir nicht. Nina, stell dich bitte nicht so an. Du bist schwanger und nicht krank. Du solltest dich etwas ausruhen, dann geht's dir wieder gleich besser. Hm? Übelkeit, Schwangerschaft ist doch ganz normal. Ja. Okay. Ja. Ich mache mir nur noch schnell eine Wärmflasche. Ja, gut. Mach das. Oh, okay, gut. Ja, ich muss doch noch wieder rüber in die Schreinerei. Ja, warte, ich komme gleich mit. Gut. Ich habe noch was mit dir zu besprechen. Was ist das hier? Da wollte ich gerade drüber mit dir reden, Phil. Ich mache mir echt Sorgen um Nina. Warum jetzt? Weil ich gerade eben schlecht war, oder? Nein, Phil. Nina kann nicht mit Geld umgehen. Sie hat wieder wahllos im Internet bestellt. Alles Sachen, die kein Mensch braucht. Echt? Bist du da sicher? Ich sag dir doch, unnützes Zeug. Ich glaube, Phil, Nina ist kaufsüchtig. Und vielleicht täte ihr eine Therapie ganz gut. Und wenn das nicht klappt, es gibt doch so Frauenhäuser. Wir haben eh nicht die Zeit, uns um Nina so zu kümmern, wie sie es braucht.
Wenn es dir recht ist, dann werde ich mich Nina annehmen und ihr wirklich mal zeigen, wie man mit Geld umgeht. Du, ich mach doch eh die Buchhaltung für die Schreinerei und für das Geschäft. Da kann ich eure Finanzen doch gleich mitmachen, oder? Ja, das wäre echt eine gute Idee, aber ich frage erst mal Nina, ob sie damit einverstanden ist. Nee, du, das lass mal. Nina ist momentan eh so überlastet mit der Schwangerschaft. Und ich habe ihr gegenüber das schon erwähnt. Und du, stell dir vor, die war ganz begeistert von der Idee. Ja, echt? Ja, okay, dann gut. Weil es hat sie schon hart getroffen, dass sie ihre Friseurin nicht mehr machen kann. Wegen den ganzen Chemikalien. Ich glaube, sie fühlt sich eh in letzter Zeit etwas allein. Weil ihre ganzen Bekannten, die führen ein ganz anderes Leben als sie. Finn, ich kümmere mich um deine Nina. Mach dir keine Sorgen, okay? Okay, danke schön. Okay. Inge hat zwei Gesichter. Sie treibt eindeutig ein falsches Spiel mit Nina. Vor ihrem Sohn will sie gut dastehen und zeigt sich sanft. Bei Nina verhält sie sich bösartig und gemein. Du kannst gleich hier bleiben. Wir kochen jetzt. Aber du meintest doch, es ist okay, wenn ich mich hinlege. Die faulen Zeiten sind jetzt vorbei. Du bist schwanger und ich krank, oder? Okay. Ich koche jetzt Phils Lieblingsessen. Und du kannst gleich mithelfen und nicht nur zuschauen, damit du gleich weißt, wie es geht. Du kochst jetzt. Das wirst du ja wohl noch hinbekommen, oder? Oder kannst du nur Phils Geld ausgeben? Nein. Ach, und übrigens. Ab sofort werde ich mich um Phils Finanzen kümmern. Und dir teile ich ein Haushaltsgeld zu. Was? Ja, ganz genau. Ich möchte über jeden Cent einen Beleg haben. Die Zeiten, wo du das Geld nur so raushaust, die sind vorbei. Ich muss mich hinlegen. Anna, du kannst gleich hier bleiben. Du musst nicht weglaufen. Phil weiß Bescheid. Du brauchst nicht zu ihm rüberrennen. Es ist alles geregelt. Hier greift Inge in die Privatsphäre ihres Sohnes ein, was völlig übergriffig und unverhältnismäßig ist. Phil und Nina sind erwachsen und es geht die Mutter nichts an, wofür sie ihr Geld ausgeben. Und aus diesem Grund sollten die beiden sich auch auf den Vorschlag nicht einlassen. Nina, was ist los? Ich weiß aber nicht mehr, was ich machen soll. Deine Mutter mag mich einfach nicht. Das kann nicht sein. Sie liebt dich. Was? Nein, das hat sie mir selber gesagt. Phil, du verstehst das nicht. Hör zu, wir brauchen ein paar Sachen für das Baby. Kein Luxus, Schnickschnack, sondern Dinge, die wir brauchen. Soll ich mir das Geld jetzt etwa selbst beschaffen? Nein, natürlich nicht. Ich meine, das verstehe ich auch. Red doch mal einfach mit ihr. Sie hat doch selber Kinder großgezogen und sie weiß genau, was wir brauchen. Und zweitens musst du lernen, Hilfe anzunehmen. Ich meine, es ist doch super, dass meine Mutter mit uns lebt und uns bei allem unterstützen kann. Sie freut sich doch schon so sehr auf das Baby und ich genauso. Okay, hör zu, ich muss zur Hebamme. Wir sehen uns später. Okay. Phil scheint nicht zu merken, wie emotional abhängig er noch von seiner Mutter ist. Er sollte sich jetzt als erwachsener Mann, der bald Vater wird, positionieren. I was never the one to write up a song for just anyone. Tut mir so leid. Ich kann die 25 Euro extra Kosten für die Akupunktur gerade nicht zahlen. Ich habe absolut keine Kohle. Mach dir keinen Kopf, dann zahlst du es mir halt nächste Woche, ja? Ich danke dir. Keine Ursache. Ich bin echt so froh, dass ich dich hab. Ich fühle mich einfach so verstanden bei dir. Ich find's auch schön, dass wir uns angefreundet haben. Also, ich bemerke, hier ist alles wunderbar. Weißt du, ich habe meine Schwiegermutter angelogen. Ich habe ihr erzählt, dass ich angeblich einen Job habe. Warum machst du sowas? Wieso lügst du sie an? Du hast doch eh schon so ein schwieriges Verhältnis mit ihr. Ich will doch nur, dass sie mich endlich akzeptiert und mich endlich mag. Aber nicht um jeden Preis. Nina muss lernen, ihre Grenzen aufzuzeigen und sich Gehör zu verschaffen. Und zwar bei Inge und bei Phil. Ja, aber hast du mit Phil schon mal darüber gesprochen? Ich habe ja versucht, mit Phil darüber zu reden, aber der sieht das alles gar nicht. Der glaubt doch tatsächlich, dass meine Schwiegermutter mich mag. Jetzt soll sie uns angeblich auch noch helfen, aber das stimmt ja alles gar nicht. Gut, ich verstehe jetzt nicht, warum sie dich so tyrannisiert. Aber das ist noch lange kein Grund, dass du sie anlügst, ja? Gut, jetzt bist du nicht die Einzige, die mit ihrer Schwiegermutter ein Problem hat.
Aber dennoch musst du es mit ihr klären. Ich wünsche mir doch nichts sehnlicher als eine intakte Familie. Deswegen will ich ja auch unbedingt die Wohnung schön machen, damit sie mich endlich akzeptiert. Ich weiß nur nicht, woher ich die Kohle nehmen soll. Die Wohnung lässt du jetzt mal Wohnung sein. Du hast dir einen starken Infekt zugezogen. Die Bauchschmerzen und die Rückenziehen, das wird nicht besser. Im Gegenteil, das wird sogar noch stärker. Du legst dich zu Hause hin und machst einfach mal gar nichts. Apropos, ich wollte dir sowieso ein Rezept. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich gehe schnell und hol das Rezept, ja? Das war extrem kurzsichtig von Nina. Sobald der Diebstahl auffliegt, hat sie nicht nur Probleme mit Claudia, hinzu kommt das Risiko eines Strafverfahrens. Das ist sicherlich das Letzte, was sie als werdende Mutter gebrauchen kann. Der Druck und die psychische Belastung sind so hoch für Nina, dass sie nun sogar ihre einzige Vertraute bestiehlt. So, hier habe ich dein Rezept. Ich habe dir hier ein paar homöopathische Mittel aufgeschrieben. Die nimmst du bitte ein. In der Apotheke kannst du sie dir besorgen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Danke. Alles klar, also erhol dich gut heute, ja? Ja. Mist, das wird nicht reichen. Nina, hi. Flavia. Wahnsinn, wie du aussiehst. Wie geht's dir denn? Ich habe dich tausendmal angerufen. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich bin total im Stress. Mit meiner Schwiegermutter läuft's absolut beschissen. Wie? Ich kann der Frau einfach nichts recht machen. Und die hält mich nur für so eine kleine verwöhnte Göre. Und jetzt kontrolliert sie auch noch mein Geld. Damit sie mich endlich akzeptiert, habe ich sie angelogen und ihr erzählt, dass ich einen eigenen Job hätte und mein eigenes Geld verdienen würde. Und diesen ganzen Dekokram habe ich überhaupt nur gekauft, damit sie sieht, wie viel Mühe ich mir gebe, damit Phil ein schönes Zuhause hat. Und jetzt kann ich mir nicht mal mehr das Mittel leisten, was ich aus der Apotheke brauche. Warum hast du dich nicht gemeldet bei mir? Es war einfach alles zu viel und ich konnte nicht mehr. Ich muss so viel Kraft aufwenden, um mich gegen meine Schwiegermutter zu wehren. Komm, jetzt holen wir erstmal das Mittel aus der Apotheke, das Geld gebe ich dir dafür und dann schauen wir mal weiter. Dankeschön. Gut, dass sich Nina hier einem anderen Menschen anvertraut hat. Das ist ein guter Anfang und kann einen großen Schritt nach vorne bedeuten. Lieber über seine Probleme sprechen, anstatt sie herunterzuschlucken. Schau mal, was ich gemacht habe. Wie sieht's denn hier aus? Diese Puppen, diese Pflanzen. Weißt du, du hast einen Geschmack wie eine Mülltonne. Und mit sowas ist mein Sohn zusammen. Aber ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Und woher hast du das Geld dafür? Von einer Freundin, weil mein Job hängt doch erst nächste Woche an. Ja, und was hat das alles gekostet? Circa 130 Euro. Wie bitte? Ha, typisch. Geld ausgeben, was du selber gar nicht verdient hast. Und das für so eine Scheiße hier. Aber das passt ja. Nina, du bringst uns in den Ruin. Aber glaub mir eins. Ich hole dich nicht aus den Schulden, die du hier produzierst. Aber das habe ich doch nur für dich getan, damit du siehst, wie viel Film mir bedeutet. Ach, jetzt bin ich schuld, dass du mit Geld nicht umgehen kannst? Das ist ja wohl das Unverschämteste, was ich je gehört habe.